Paraíba geht nicht unter, weil es noch hochgehalten wird von Trillend. Trillend, der Coin, der alles retten und den Wert der Einlagen verdoppeln soll. Ich weiß ja, Schwachsinn, eine glatte Lüge. Aber einige müssen sich natürlich fragen, wollen sie denn ihr Geld zurückhaben? Wollen sie noch weiter warten? Ich bin so irritiert darüber, wie viele Gläubige es da noch gibt, die einfach nicht sehen wollen, dass sie belogen werden, betrogen werden und die sich hinhalten lassen. Gut, ich weiß, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber man sollte jetzt mal so langsam sehen, nicht mehr darauf zu warten, dass der gute Erich Eli das Geld zurückbezahlt. Tut er nicht, mit Sicherheit nicht. Sondern auf welchem Wege man sonst zu seinem Geld zurückbekommen kann. Also, wenn Sie das wissen möchten, schauen Sie sich diesen Film an. Bis zum Ende. Da verrate ich Ihnen, was Sie konkret machen müssen. Hallo, ich bin Anniger Anwalt Jochen Desch zum Thema Paraíba. Paraíba, Trillend, also alles, was damit zusammenhängt. 1 Milliarde ist ja nach eigenen Angaben von Paraíba jetzt eingenommen worden. Stolzer Betrag für ein solches Multilevel-Betrugssystem, muss man schon sagen. Also von daher alle Achtung. Es ist auch gut gemacht. Leider müssen jetzt die Anleger mal wirklich aufwachen und erkennen, da wird kein Geld zurückfließen. Warum nicht? Nicht mehr, weil nichts mehr da ist. Unsinn, natürlich ist noch was da, vieles da. Denn wenn ich ein solches System aufziehe, habe ich doch nicht die Absicht, es wieder zurückzubezahlen. Die Vision von Eli ist mit Sicherheit eine andere. Natürlich gibt es das Geld nicht zurück. Wozu hat er das Ganze dann gemacht? Also es ist noch Geld da und wir haben noch erhebliche Beträge ausfindig gemacht. Früher sagte man ja, Geld ist nie weg, sondern nur woanders. Heute kann man das ergänzen. Man kann es digital verfolgen und das tun wir. Und wir haben erhebliche Beträge gefunden und ich bin sicher, dass es ausreichend sein wird für alle diejenigen Anleger, die den richtigen Weg gehen, die wissen, was man tun muss, damit man sein Geld zurückbekommt. Also, Geld ist da, es wird aber nicht zurückbezahlt, freiwillig irgendwas nicht. Es gibt aber noch Haftungsansprüche gegen die Influencer, das kommt noch hinzu. Also, von nichts kommt nichts, von was kommt was. Ich kann an alle nur appellieren, tun Sie was. Wenn Sie mehr wissen möchten, rufen Sie an unter 0308-8597-0 oder füllen Sie den Fragebogen aus bei uns auf der Webseite. Schauen Sie sich jetzt mal alle Artikel zu Paraíba an. Wichtig, dass Sie mal wirklich ein Bild sich darüber machen, was los ist, dass Sie sich lösen aus dieser Welt der Community. Und dann werden Sie dort viele Artikel finden. Sie können den Fragebogen ausfüllen. Sie bekommen dann von uns die Fakten. Und mit den Fakten können Sie dann Ihre Entscheidung treffen, warum es für Sie sinnvoll sein wird, dass Sie sich unserem Sammelverfahren anschließen.